So, Finn und Miles haben also in einer gewissen Zeit Zeitkapseln in den gesamten New York verteilt, insgesamt 16 Stück an der Anzahl. Die erste haben wir in der Hauptmission Wiedersehen gerade bekommen, also auf zur zweiten Zeitkapsel. Sonst erstmal unsichtbar machen, dass wir hier auch nicht entdeckt werden. Ansonsten können wir die Zeitkapsel nämlich irgendwie nicht uns besorgen. Und wir werden auch mit Aktivitätsmarken belohnt, die wir dann wieder in unsere einzelnen Upgrades, Visiermodifikationen oder Freischalten von Anzügen freischalten können. Damit ein Alzheimer-Forschungsteam an der Uni geholfen. Hat also gute Dienste geleistet. Eine Grafikkarte. Okay. War die zweite Zeitkapsel auf zur dritten? So, das Areal ist, glaube ich, auch in der Map klar ersichtlich. Unten übrigens in der Videobeschreibung wieder für all diejenigen, die es nicht abwarten können, eine Auflistung der einzelnen Zeitkapseln, welcher Gegenstand das ist, wie zum Beispiel die Grafikkarte habe ich noch angegeben mit der Angabe der einzelnen Minutenzahl, sodass ihr zielgerichtet dorthin skippen könnt. Mal kurz gucken, was hat er hier? Kleine Schnitzeljagd durch New York. Hier sind die Straßen runtergeflogen, nachdem wir die Skates mit Druckluft aufgemotzt hatten. Danach waren wir bei den Nachbarn, die kleinen Genies. Auf zur vierten Marke. Vierten Marke ist in Midtown. Und wir werden dann auch wieder belohnt mit drei Aktivitätsmarken. So, und die klebt hier oben. Das war früher unser Everest. Wir jubelten, als wir es nach ganz oben geschafft hatten. Ja, Verbrechen lassen wir jetzt erstmal kurz außen vor. Wir fragten uns immer, woraus wohl Sachen. Das ist jetzt ein bisschen wie ein Big Bang Theory. Und erfanden unsere eigenen 3D-gedruckte Moleküle. Auf zur Zeitkapsel 5. Im Sommer war Raumfahrt angesagt. Wir haben unser Lieblingsessen gefriergetrocknet. Bagel mit Bacon, Ei und Käse. Ging voll in die Hose. Aber Bohneneiscreme war ganz in Ordnung. Okay, kann man machen. Muss man nicht. Zeitkapsel 6. Befindet sich in Hell's Kitchen. Also quasi dem Ort vom Daredevil. War die Highline noch nicht, als wir eine Kapsel in der Von Wand Matt steckte. Murdock. Mann, die Zeit rennt. Cool. Konzertkarten. Finn hatte mich dazu überredet. Ich ging mit, befürchtete das Schlimmste. Und kaufte am Ende 3 CDs und ein T-Shirt. Dessler und Lila Cheney sind super. Ja, also Finn und Miles verbindet ja schon so einiges. Wenn das mal nicht ein gegenseitiger Crush zu einer gewissen Zeit war. So, Greenwich. Mach ich doch. Ich häng mit Genki rum, sample Musik. Trainierst ständig. Verschwindest stundenlang zum Lernen. Ich will dir nichts vorschreiben, aber ich mache mir Sorgen, Miho. Wenn ich mich ausgebrannt fühle, lass ich es nicht wissen, okay? Wir haben Schlüssel ausgetauscht, damit wir öfter abhängen konnten. Dann verstecken wir uns gegenseitig Botschaften im Zimmer. Na gut, warum man die Schlüssel jetzt an dieser Stelle platziert und versteckt, das wiederum erschließt sich mir nicht, aber naja, bin ja auch nicht Miles. So, Finanzviertel. Aber hier müssen wir wieder diese Mechanik anwenden, indem wir Sachen halt hochziehen und mit unseren Stripnetzen einspinnen. Kommen wir so nicht ran. Ja, kein Problem. Hier oben ist doch ein genau, ihr wisst, was ich meine. Ein Zahnrad. Finn liebte diese Abkratzdinger. Sie meinte, sie erinnerten sie daran, dass egal wie etwas von außen betrachtet aussieht, mit dem Avengers Tower darunter immer mehr verbirgt. So, Aktivitätsmarken unten links. Ich habe gerade gesehen, da haben wir alle Hand schon aufgesammelt jetzt, ja. Immer noch im Finanzviertel. Auf zur Zeitkapsel Nummer 9. Ich glaube, in dem Schornstein da. An dem Tag, als wir sie versteckten, war es unheimlich. Finn hat ihre Schwimmbrille mit Sonar und hat erweitert. Sie hasste es zu verlieren.
Ganz besonders gegen mich. Ich wurde fast runtergeblasen. So, zurück nach Harlem. Ich habe ein Foto. Da wusste ich zuerst tatsächlich gar nicht, warum finde ich den auf einmal nicht, weil es halt so ist, dass das eine Zeitkapsel ist, die sich bewegt. Warum bewegt sich die Zeitkapsel? Das seht ihr gleich. Die hat der liebe gute Miles nämlich mit Finn so versteckt, dass die auf einem Zug ist. Also da müssen wir natürlich gucken, dass wir den Absprung schaffen. Ah, da fährt es nämlich schon gleich los. Schnell ran tippen, tipp dich ran. Von einem Ausflug zur Wakanda Design Group Expo. Finn sah die ausgestellte Technologie und schrie: Ich will Ingenieurin werden. Das blieb wohl so. Haben wir schon fast geschafft. Jetzt kommt Nummer 11. Immer noch in Harlem. Oder? Nee, stimmt gar nicht. In der Upper East Side. Die Kapsel ist in dem Baumrondell. Hier war ich früher, um Sterne zu gucken. Bis zum Stromausfall 2016 habe ich allerdings nie welche gesehen. Und dann war der Himmel plötzlich voll davon. Finn suchte immer schon nach neuen Büchern, bevor sie die alten ausgelesen hat. Sie schnappte sich sogar meine, wenn ich nicht hinsah. Gehirnjogging nannte sie das. Ja, das Buch hat auf jeden Fall das Wetter da ganz gut überstanden, würde ich sagen. Ich finde es auf jeden Fall schon ganz schön gemacht, dass man so ein bisschen die Hintergründe oder die Charakter ein bisschen näher kennenlernt oder auch die Beziehung zwischen Finn und Miles. Finn liebte es hier, weil man hier so gut nachdenken kann. Falls ihr die Hintergrundgeräusche hören solltet, das ist meine werte Frau, die tatsächlich nebenbei für unsere Kinder eine Staffel zurückschneidet oder Schnittmuster schnippelt, dass ihr euch nicht wundert, was das hier für ein Hintergrundgeräusch ist. So, Central Park. Dieses Museum sieht richtig cool aus. Hier hat das Verstecken der Kapsel richtig Spaß gemacht. Ja. Da wollte ich eigentlich das Gadget da nicht verschießen. Knauspalier. Ein platter Fußball. Ich habe Finn einmal gesagt, dass ich Fußball mag. Und sie ging voll in den Mission Impossible Modus und klaute mir das aus einem Freundschaftsspiel. Für ihre Auf zur Upper West Side. Wir wechseln so und springen ein bisschen zwischen den Bereichen hin und her. Und da kann man halt auch sehen, es gibt keinen großen Ladebildschirm. Eine Schnellreise, einmal kurz in die U-Bahn gehüpft und wir sind schon da. Im Hintergrund haben wir den J. Jonah Jameson, den alten Kotzbrocken. Aber sie haben auch einen Feind. Spider-Man. Offenbar unterbricht er ihre Lieferkette. Ja, hier habe ich mich so ein bisschen schwer getan, weil ich nicht ganz genau wusste, wo soll das jetzt sein? Ist das jetzt irgendwie ein Spielefehler? Warum ist die Zeitkapsel irgendwie unter Stein? Wie kann das sein? Ich kann hier noch nirgends lang. Aber das muss ein Missverständnis sein. Spider-Man. Aber da muss man halt zwei, dreimal gucken. Ihr Produzent hat wohl was verwechselt. Er wird da auf Spanisch. Und irgendwann findet man dann auch den Eingang, dass man sich unter den Steinen rankrabbeln kann. Aber einen Spider-Man im Viertel zu haben, der Verbrecher auf der Straße bekämpft, das kann doch nicht gut fürs Geschäft sein. Doch, sogar sehr. Mama hat diese scharfe Soße zu Finns Geburtstag gemacht. Abuelas Rezept, glaube ich. Finn hat sie auf alles getan. Ihr Motto war... Da könnt ihr jetzt nochmal probieren. War es zu wenig. Gucken wir, ob die Soße immer noch schmeckt. So, auf zur vorletzten Zeitkapsel. Zurück nach Chinatown. Nehmen wir schnell die U-Bahn. Schwupp, sind wir da. Den Science Center Preis gewonnen hatten,
waren Weltraumreisen Finns Ding. Sie erfand diesen Mondtransporter. Sie wollte die ganze Welt neu erfinden. Und last and least auch nochmal in Chinatown die letzte unserer Zeitkapseln. Und dann gehört uns auch die Trophäe. Die Kapsel. Im Boot. Hier sah es mal schlimm aus. Der, die Stadtentdecker-Trophäe. Und die ist auch hier auf dem kleinen Boot hier. Nachdem sie Olympia geguckt hatte, war Finn in einer Woche verdammt gut in Tischtennis. Ihr Topspin war der Hammer. Der Ball ging immer dahin, wo sie wollte. Sie ist echt wendig. Ja, und damit haben wir alle Zeitkapseln eingesammelt. Die erste war ja, wie gesagt, storybasiert bei der Hauptquest auf Wiedersehen. Die haben wir automatisch erhalten. Die weiteren 15 waren alle hier in dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen mehr über die Hintergründe von Finn und Miles erfahren. Und das ist genauso interessant wie ich seinerzeit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ja gerne ein Like. Schreibt es in die Kommentare zu Spider-Man. Generell im Spider-Man immer gern gesehen. Antworte ich auch drauf. Guckt auch gerne mal in die anderen Playlists rein oder auch in die Playlist von dem ersten Spiel von Spider-Man mit Peter Parker. Wenn nicht schon geschehen, dann lasst auch sehr gerne ein Abo und ansonsten hören und sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dorthin, euer Gamer Tim Drake. Dass du von einer genetisch veränderten Spinne gebissen wirst, hättest du wohl kaum planen können. Ja, mittlerweile stehen die Dinge wohl für uns beide anders. Teile kann man immer gebrauchen. Leute eignen sich eben nicht als Superhelden. Keine Schande.